Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Beim letzten Mal haben wir Kommissar Joad die Flucht aus dem Gefängnis ermöglicht. Leider hat das nicht so viel gebracht, denn Cabanela hat ihn direkt wieder eingefangen. Aber dafür haben wir jetzt wieder Kontakt mit Lynn aufgenommen und die scheint wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten zu stecken. Die ist gerade beim Justizminister. Also, nachdem mein Auftrag, die Hinrichtung zu verhindern, ein so unglückliches Ende fand, habe ich mich entschlossen, Lynn im Büro des Justizministers aufzusuchen. Kommissar Joads Geschichte über einen anderen Mord lastet mir schwer auf der Seele. Ob ich Lynn davon erzählen soll, ich weiß es einfach nicht. So, schauen wir mal, was hier los ist. Das Fenster steht offen. Und Lynn sucht irgendwas. Dieses Mal ist Lynn nicht gestorben. Das ist eine Überraschung. Aber etwas hier sagt mir, dass ich mich nicht zu früh freuen sollte. Prickzeit. Ich denke mal, wir gehen mal wieder in die Geisterwelt, dann sehen wir mehr. Und wer hätte es gedacht, da liegt jemand. Ich gehe erstmal bei Lynn rein und rede mit ihr, um zu erfahren, was passiert ist. Wah! Was ist denn das für eine Art zu grüßen? Ich mag zwar ein Geist sein und so, aber. Ach, naja. Sag, wie ist es gelaufen? War der Kommissar noch am Leben? Als ich ankam, war er bereits hingerichtet worden. Ich konnte ihn zwar retten, aber. Du hast es wirklich geschafft? Oh, ich bin so froh. Warte mal, sagtest du aber? Ich erzähle Lynn von meinem Abenteuer im Gefängnis. Was den anderen Mord angeht, ich kann es nicht übers Herz bringen, ihr davon zu erzählen. Inspektor Cabanela hat Kommissar Joad verhaftet? Ich fasse es nicht! Ja, mir geht's genauso. Unfassbar. Wohin ich auch gehe, immer stirbt jemand. Du oder jemand anderes. Das tut mir leid. Wer ist das eigentlich, der hier auf dem Boden liegt? Oh, du hast ihn bemerkt, nicht wahr? Das ist der Justizminister. Der Mann, der den Befehl zu Kommissar Joads Hinrichtung unterzeichnet hat. Er war schon tot, als ich hier ankam. Hättest du nicht in diesem speziellen Fall Hilfe holen sollen? Ich denke schon. Aber schon vergessen, dass ich wegen Mordes gesucht werde? Ich hatte gehofft, dass wir ihn retten könnten, ohne dass sie mich erwischen. Wir? Oh Mann. Na, da sagst du was. Irgendwie bringt uns Lynn nur in Schwierigkeiten. Aber nun gut, wollen wir mal nicht so sein. Und gucken mal, dass wir den Justizminister wiederbeleben können. Ah, der ist mal wieder ohnmächtig. Hallo? Hören Sie mich? Er ist tot, aber auch bewusstlos. Könntest du ihn jetzt retten, auch wenn er immer noch bewusstlos ist? Anstatt mit ihm zu reden, wäre es nicht viel schneller, dir selbst anzusehen, was passiert ist? Ja, ich denke, du hast recht. Dann los, zurück in die Zeit 4 Minuten vor seinem Tod. Schauen wir uns wirklich mal an, was passiert ist. Ich bin sehr gespannt. Okay, eigentlich nicht, ich weiß ja schon, was passiert ist, aber 4 Minuten vor dem Tod, Büro des Ministers. Scheint einfach nur in der Arbeit zu sein. Emma! Ich glaube, die kommt eine neue Stimme. Oh, Verzeihung. Was? In Ordnung. Ich tue, was Sie verlangen. Das ist schrecklich. Ich wette, ich bin kein besonders überzeugender Schauspieler, zumindest nicht auch im aktuellen Moment. Bäh, reden kann ich auch wieder nicht. Ich muss mal wieder öfter was aufnehmen, dann fällt das Reden auch wieder leichter. Irgendwas beschäftigt ihn auf jeden Fall. Warum geht sie nicht dran? Was macht der denn da für einen Tanz? Okay. Aber wie stirbt er jetzt? Es sieht aus, als hätte er Probleme mit seinem Herzen. Oder? Medizin. Okay. Das ist natürlich schlecht, wenn er Herzprobleme hat und dann seine Medizin nicht erreichen kann. Wasser. Und das Wasser auch nicht. Oh Mann, der Typ hat echt viel Pech.
Und damit ist er tot. Sehr dramatischer Tod, wie er erst so steht und dann einfach mit einem Bein nach oben umfällt. So ein törichter Mann. Oh, Sie sind wach. Er ist ein Widerspruch in sich selbst. Widerspruch? Je mehr wir die Wahrheit suchen, desto größer wird unser Dilemma. Die Welt ist voller Widersprüche. Nehmen wir das eine, bleibt uns das andere versagt. Versucht er seine Medizinfläschchen und den Wasserkrug zu nehmen, verliert er beides. Weiß nicht. Ich finde, sie hätten schon beides haben können. Er hat die Wahrheit dieser Welt nicht erkannt. Deswegen musste dieser Narr sterben. Erbärmlich wäre ein gutes Wort, diesen Mann zu beschreiben. Mir scheint, dieser Kerl hat noch nicht begriffen, dass er dieser Narr ist, den er erbärmlich nennt. Ist es das, was man unter einem Widerspruch versteht? Wie heißen Sie eigentlich? Nennen Sie mich einfach einen Wahrheitssuchenden. Wäre es Ihnen, einen Fragenausweichenden zu nennen? Nun gut, aber ich denke, da lässt sich was machen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal dieses Rätsel gespielt habe, habe ich ziemlich lange gebraucht im Vergleich zu den anderen Rätseln. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich diesmal brauchen werde, denn hier kommt es auf super Timing an. Über die Lage hier sollte ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Alles, was ich tun muss, ist, ihm seine Medizin zu geben. Ganz einfach. Doch da ist noch eine andere Sache, die mich beunruhigt. Worum ging es in dem Telefonanruf des Ministers? Sofort danach ging es direkt abwärts mit seiner Gesundheit. Ha, noch nie zuvor sah ich einen solch erbärmlichen Narren. Sie sollten jetzt besser aufhören. Stimmt, das Telefonat, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Da können wir bestimmt mithören. Emma! Wer ist Emma? Oh, Verzeihung. Oh, die Dame kennen wir doch schon aus dem Hühnchenparadies. Entschuldigen Sie meinen Anruf zu solch später Stunde, Herr Minister. Wer ist dort? Wie sind Sie an die Nummer gekommen? Wir haben Ihre Tochter. Wer ist da? Amelies Lehrer? Würde ein Lehrer Sie zu so später Stunde anrufen? Nein. Ich sage es ein letztes Mal. Wir haben Ihre Tochter. Was? Meine Tochter. Geht es ihr gut? Sagen Sie es mir. Hören Sie selbst. Papa, Hilfe! Ich werde getötet. Was wollen Sie? Wie lauten Ihre Forderungen? Ich denke, wir haben die Forderung bereits zum Ausdruck gebracht. Oh. Sie waren es also. Haben Sie Ihr Wort gehalten? Wurde die Hinrichtung ausgeführt? Ich habe es nicht wegen Ihrer Forderung getan. Ich tat es, weil es meine Arbeit ist. Ja, natürlich war es so. Ich sollte jeden Moment die Bestätigung erhalten. Es gibt keinen Grund für diese Entführung. Wir sind sehr gründlich. Besser, Sie machen keine Fehler. Es versteht sich von selbst, dass wir Sie beobachten. Wenn diese Information den Raum verlässt, sehen Sie Ihre Tochter nie wieder. Verstehen wir uns? Nicht die Polizei alarmieren. Ist es das? Exakt. Sie müssen nun Ihren Job machen. In Ordnung. Ich tue, was Sie verlangen. Sie haben mein Wort, dass die Hinrichtung noch heute Abend durchgeführt wird. Also eigentlich müssen wir hierbleiben, um seinen Tod zu verhindern, aber ich würde gerne mal wissen, wie es auf der anderen Seite der Leitung aussieht. Wir können danach ja ohne Probleme wieder zurückspringen, deswegen wechseln wir einfach mal rüber und schauen uns das ganze Geschehen da mal an. Irgendwie kommt mir das nicht spanisch vor, ob die wirklich die Tochter haben oder nicht. Moment, die Sterne kommen mir irgendwie bekannt vor. Oder? Oder auch nicht, keine Ahnung. Offenbar lässt sich die Polizei in diesem Land doch nicht so leicht täuschen. Mir war nicht klar, dass heute was über den Deal heute Abend durchgesickert ist. Bla bla bla. Papa, Hilfe! Ich werde getötet. Ich wusste doch, dass sie die Tochter nicht haben. Ich hasse dich, Mama. Zum Glück konnte ich es so einrichten, dass der Minister ihre Stimme hören konnte. Aber wieso ist die Ladung noch nicht eingetroffen? Ich beginne mir Sorgen zu machen. Interessant, also wahrscheinlich. Ich denke mal, dass wir hier nichts mehr machen können. Es kommt mir aber alles bekannt vor. Seht ihr da drüben die Matroschka-Puppen und so? Das erinnert mich an die Konstruktion in dem Keller vom Schrottplatz.
Aber nun gut, hier werden wir wahrscheinlich später nochmal hinkämmen müssen, weil hier können wir nichts mehr machen. Wir kommen nicht woanders hin und da zu warten hat, glaube ich, auch keinen Zweck. Wobei, vielleicht hätte es schon irgendwelche neuen Informationen gebracht. Aber egal, wir bleiben jetzt erstmal hier. Gehen hier hin und überspringen das Telefonat. Und schauen wir mal, wie wir den Minister retten können. Ja, ja, bla bla, das kennen wir alles schon. So. Dass ich das nicht früher wusste, dass ich das einfach durch gedrückt halten der Maustaste überspringen kann. Beziehungsweise durch gedrückt halten mit Stylus. Ja, ja, bla bla, Papa Hilfe, das hatten wir schon. Dumm. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe den Faden verloren. Das ist nicht gut. Dumm. Egal, wir bleiben jetzt einfach hier. So. Und versuchen mal den Justizminister zu retten. Kann er ja nicht ahnen, dass sie hier mitgehört haben. Und dass die Information somit den Raum doch verlassen wird. Das ist schrecklich. Eine Entführung, ha? Ich bin mir wieder nicht sicher, ob ich die Bedeutung dieses Wortes verstehe. Aber offenbar ist das der Grund für den Wutausbruch des Ministers. So ein nutzloser Mann. Hä? Ein nutzloser Mann, gefangen in einem nutzlosen Fall. Warum versteht er nicht? So oder so, wir haben nur 4 Minuten. Ich sollte mich besser um die Medizin kümmern. Das ist eine gute Idee, mein Freund. Ich kann das Medizinfläschchen untersuchen. Ich bin mir nicht sicher. Moment. Ich denke nicht, dass das irgendwas bringt. Das ist also Medizin gegen ministeriale Anfälle, hm? Wenn ich sie doch nur auf seinen Schreibtisch ausschütten könnte. Aber leider kriege ich nicht einmal den Verschluss auf. Was für ein erbärmlicher Abklatsch von einem Mann. Hä? Trägt eine wichtige Uniform und sitzt an seinem staatsmännischen Schreibtisch. Aber was steckt in ihm? Nichts. Ein erbärmlicher Abklatsch von einem Mann. Ich glaube, sie haben schon genug geredet. Ja, er wiederholt sich irgendwie ein bisschen. Ich würde gerne wissen, mit wem er da telefoniert, aber anscheinend geht hier niemand dran. Naja, wir gehen mal da hoch. Flattern mit dem... Hallo? Flattern? Das bringt mir überhaupt nichts gerade. Okay. Dann werde ich wohl doch hier bleiben müssen. Dann gehen wir mal ins Telefon rein. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Nö. Die Sprechblase gerade habe ich verpasst. Warum geht er nicht dran? Oder sie? Was weiß ich? Ich habe es nicht genug schnell genug lesen können. Komm da nicht höher. Ich untersuche mal den Wasserkrug. Wenn er doch wenigstens etwas von dem Wasser trinken würde. Ein Pech, dass der Krug am Ende vom Tisch steht. So ein dummer Mann. Hä? Sobald das Wasser verschüttet ist, gibt es keinen zurück. Und obwohl er das weiß, wirft er den Wasserkrug doch hinunter. Nun, wer nicht aus der Geschichte lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Oh. Ich würde jetzt echt gerne wissen, wie ich da weiterkomme. Los, mach mal was. Also aktuell, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier zu sitzen und ihm zuzugucken. Ich habe keine Möglichkeiten, zumindest habe ich keine gesehen. Ich kann zwar mit der Fahne flattern, aber... Oh, warte mal, da kam eine Gedankenblase. Oh oh, jetzt geht es los. Seine Sorge und Angst erreichen ihren Höhepunkt. So eine Schande von einem Mann. Hä? Wenn man sein Leben launisch lebt, suchen die Launen einen Heim. So einfach ist das. Warum versteht er es nicht? Aber es gab bisher noch keine Chance, ihn zu retten. Es ist aber noch nicht vorbei. Ich gebe noch nicht auf. Ja, ich gebe auch noch nicht auf, aber ich will trotzdem gerne wissen, wie ich jetzt weitermachen kann. Medizin. So, kann ich hier irgendwas machen? Ich kann es nur untersuchen. Das ist das Problem. Vielleicht kann ich sein... Moment. Ich bleibe erstmal hier. Wenn ich jetzt in der Medizin bleibe, dann werde ich da weggeschleudert. Vielleicht kann ich ihn erstmal dazu bewegen, Wasser zu trinken. Wasser. So, jetzt muss ich wieder... Nein, flattern. Genau. Sehr gut. Die kann es auf den Tisch geblieben. Damit sollten wir zumindest seinen Tod erstmal ein bisschen herausgezögert haben. Aber ganz beim Berg ist er noch nicht. Da, das sollte helfen. Wenigstens hat er jetzt einen Schluck Wasser. Er atmet offensichtlich noch, aber er sieht nicht erholt aus, leider. So ein erbärmlicher, zerrissener Mann. Hä? Er weiß nicht, ob er leben oder sterben soll.
So lebt er sein Leben. Okay. Ja, das denke ich mir auch gerade. Der Typ soll mal bitte still sein. Zumindest habe ich mir jetzt etwas Zeit verschafft, um ihn die Medizin zu bringen. Oh, sehr gut. Es war doch, ich habe mich doch noch richtig erinnert, dass ich erst das Wasser machen musste. Die Frage ist bloß, wie komme ich jetzt hier weg? Ich muss irgendwie hier raus. Komme ich so in den... Moment. Wenn ich genug flattere, komme ich dann in den Ventilator. Das Schicksal des Ministers hat sich verändert. Aber die Lage scheint die gleiche zu sein. Ich kann mich jetzt nirgends hinbewegen. Habe ich etwas übersehen? Es gab eine Sekunde, als... Ein Weg, als der Minister sein Wasser getrunken hat. Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Was, da gab es ein... Oh, ich sehe, ich hätte in die Kanne gehen müssen und von der Kanne hätte ich in den Ventilator gehen können. Okay. Dann... Oh nein, da muss ich aber von Anfang an wieder machen, oder? Weil jetzt hat er das Wasser schon getrunken. Ach, verdammt. Okay. Das ist eine Gelegenheit, wo wir nochmal von Anfang an anfangen müssen. Da wir die Schicksalsänderungen... zwar geschafft haben, aber falsch. Naja. Wie auch immer. Ich will eigentlich gar nicht in das Telefon. Ich will einfach nur in die Flagge rein. Jetzt müssen wir wieder so lange warten. Das ist auch nervig. Ja, ja, warum geht sie nicht ran? Mach bitte deinen Anruf. Ich will auch gar nicht mithören dieses Mal. Ich will einfach nur, dass die Zeit verstreicht. Oh, warte, er hat schon seinen Anfall. Oh, ich dachte, wir müssen das Telefonat noch mithören. So, wir könnten jetzt einmal rüber in der Medizin. Das bringt aber nichts, weil er dann abkratzt. Also, das auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Und Sizzle hat ja auch gesagt, dass es einen Moment gab, in dem wir da hoch konnten. Genau so. Sollten wir die Kanne wieder stabilisiert haben. Und jetzt müssten wir da hoch können. Jawohl. Und wir können uns schneller drehen mit dem Deckenventilator. Damit könnten wir wahrscheinlich die Dokumente aufwirbeln und in den Dokumenten darüber fliegen. Genau. Das ist Point-and-Click-Adventure-Logik, aber okay. Da, das sollte helfen. Wenigstens hat er jetzt einen Schluck Wasser. Ja, ja, er atmet noch. Das haben wir alles auch schon gehört. Und was der Minister Geister erzählt hat auch, das will ich jetzt euch nicht nochmal antun. So, wir drehen erstmal den Ventilator schneller. Und, was habe ich euch gesagt? Dokumente werden aufgewirbelt und wir können hier rüberfliegen. Und wie durch Zufall gehen beide Seiten aufeinander, natürlich. So, das Medizinfläschchen. Ich weiß noch, hier habe ich länger gebraucht, um es rauszufinden. Ich versuche mich so gut wie möglich daran zu erinnern, wie dieses Rätsel ging, damit ich da nicht unendlich viele Versuche machen muss. Aber ich kann nichts versprechen. So, okay, Zeit für den nächsten Schritt. Nun zu diesem Medizinfläschchen. Wenn der Minister sich ganz erholen soll, muss ich das Ding zu ihm bringen. Aber wie soll ein Geist ohne Hände und Füße das anstellen? Ich muss wohl stattdessen meinen Kopf benutzen. Ja. Der Trick liegt nämlich daran, wir haben ja hier diese Ritterstatuen. Wir können den Rüstungsarm heben und wir können das Schwert schwingen. Ich weiß gar nicht, ob das nur einmal geht. Nein, wir können es mehrfach machen. Das Ding ist ziemlich schwer. Es hat ganz schön Schwung. Es ist scharf genug, um das Medizinfläschchen in zwei zu teilen, aber es ist nicht lang genug, oder? So ein fahrlässiger Mann. Hä? Nur Feiglinge schmücken sich mit Waffen. Wie kann man so etwas Gefährliches nur herumhängen lassen? Jedenfalls kann ich dieses Schwert sicher irgendwie nutzen. Ja, der Trick besteht nämlich darin, ihr seht hier oben, ist eine Schale. Moment, ich guck mal, ob ich da dran komme. So komme ich da dran, ja. Und der Arm ist nicht so schwer, dass ich ihn heben kann, okay. Ich kann hier diesen Hängekorb, da ist so eine Kunstfrucht drin oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, eine japanische Melone soll das darstellen. Und ich kann hier auf das Schwert fallen lassen. Die ist aber, soweit ich mich erinnere, zu klein, um das Medizinfläschchen erreichen zu können. Auf der anderen Seite ist aber hier noch ein Globus mit einer Erdkugel und die müsste groß genug sein. Aber da gab es irgendeinen Haken, ich weiß es doch. Rahmenhalter lösen. Machen wir das doch mal. Okay. Keine Ahnung, was ich damit machen muss. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen herumexperimentieren und ausprobieren. Sonst komme ich hier nicht weiter. Schließe mal den Vorhang. Ist kalt hier drin. Sehe ich den Minister sicherlich auch. Da muss ich hoch. So, was passiert, wenn ich das Ding löse? Das würde ich gerne wissen. Dann fällt es doch runter, oder?
glaube, das war falsch. Für seine Größe ist der Rahmen ziemlich leicht. In diesem Zimmer gibt es ganz schön viele Dinge, die fallen können. Er ist ein gefallener Mann. Oh. Ernsthaft, sei einfach still. Hä? Er verdient es, dass die Welt über seinem Kopf zusammenfällt. Gefallener Mann? Na, ihnen scheint er ja nicht gerade zu gefallen. Es ist wohl wichtig, in welcher Reihenfolge die Dinge fallen. Ja, das stimmt. Das ist das große Problem hier. So, ich kann den Globus drehen lassen. Jetzt ist er da drauf. Na super. Lochständer kann ich auch drehen. Dann hätte ich ihn schon mal in die andere Richtung fallen lassen können, ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Schwert schwinge? Das ist auf jeden Fall groß genug, um unten den Boden zu erreichen. Das sieht echt gut aus. Könnte ich bloß das Medizinfläschchen mit dem Schwung erreichen? Es würde sicher durch die Luft fliegen. Aber zur falschen Seite des Raums. Dieser letzte Gedanke dreht mir den Kopf herum. Wie ein frischer Plan. Ja, kann ich die Kugel noch irgendwie lösen? Nee. Das ist doch doof. So, wir haben lange genug den Vorhang zu gehabt. Wir brauchen wieder ein bisschen frische Luft. Und wir brauchen vor allem da oben das Ding noch. Damit muss es auch noch irgendwas auf sich haben. Bin mir nämlich sicher, wenn ich... Moment. Wenn ich den Hängekorb drehe, dann geht das in die Richtung, ne? Was ist, wenn ich jetzt daran rüttel? Dann müsste die Frucht nach rechts fallen, ne? Ah, ich muss erst die Vase und dann das Dings da drauf fallen lassen. Dann haben wir so eine Art Rampe. Das Problem ist, dass das Medizinfläschchen immer noch da links liegt. Wie kriegen wir das Medizinfläschchen rüber? Gar nicht. Also auf jeden Fall müssen wir das nochmal neu starten, weil wir die Rampe nicht richtig gebaut haben. Zumindest denke ich, dass es eine Rampe werden muss. Und irgendwie müssen wir das Medizinfläschchen dann ja wohl auf die Seite hier kriegen, denn wenn wir das Schwert schwingen... Aber es schwingt in die falsche Richtung. Ich denke mal, hier können wir nichts mehr machen. Ich drehe mal die Zeit zur Schicksalsänderung zurück und schaue mal, was ich dann tun kann. Wir sind ja Gott sei Dank direkt im Deckenventilator und können darüber. Also geht nicht so viel Zeit verloren. Aber wir müssen uns erstmal jetzt Gedanken machen, wie wir hier weiterkommen. Mit Medizinflaschen kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ja, das weiß ich doch. Hier, bla bla bla. Ja, ist gut. Das wissen wir alle schon, Sissel. Erzähl mir lieber, wie ich hier weiterkomme. Also erstmal kann ich versuchen, das hier zu drehen und die Vase runterzuwerfen. Das müssen wir machen. Ja. Vielleicht, wenn dann der Rahmen runterfällt. Das wäre sehr laut. Diese Urne ist viel schwerer, als sie aussieht. Sie besteht aus ziemlich dickem Eisen. Ich hätte nicht gern, dass mir so etwas auf den Fuß fällt. Aber ich habe keine Füße, also muss ich mir keine Sorgen machen. Skull Joke! Wenn das runterfällt, schubst das dann in die Melone nach links? Geht das? Ja, probieren wir es mal aus. So, ich muss erstmal wieder rüber. Dumm. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich gerade erzählen soll. Also ich bin hier am Rumrätseln und habe euch meine Strategien oder was ich mir überlegt habe bisher mitgeteilt, meine Gedanken. Und mehr fällt mir gerade auch nicht dazu ein. Moment, das war das erstmal drehen, ne? Wenn ich das so drehe, fällt die Vase da unter, oder? Das muss ich mal eben ausprobieren. Wenn ich das hier in die Richtung drehe, dann schmeißt das die andere Vase runter, ne? Diese Urne ist ziemlich leicht. Sobald eine Urne fällt, gibt es kein Zurück. Ich sollte mir genau überlegen, was ich wann fallen lasse. Ah, es war wahrscheinlich doch falsch rum. Diese Urne da unten ist nämlich kreisrund. Das heißt, wenn wir das Brett da drauf fallen lassen, haben wir eine Art Katapult. Denke ich mal. Wenn wir dann die schwere Urne da drauf fallen lassen, können wir das, katapultieren lassen. Ja, das war die falsche Reihenfolge. Allerdings bleibt die Melone dann da oben liegen. Oh,
Aber das gibt doch alles gar keinen Sinn. Wie können wir dann die Medizin rüberbringen? Das ist immer noch die große Frage, die mich beschäftigt. Wenn wir die nicht... Wir müssen auch den Globus irgendwo... Moment, kann ich den noch rollen? Na, gehen wir da hoch. Dankeschön. Der lässt sich rollen. Aber in die falsche Richtung. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Kann ich in die Melone? Nein, in die Melone kann ich nicht rein. Das Schwert kann ich schwingen. Bringt aber nichts. Ja, nee, das kennen wir auch schon. Oh Gott. Also, das ist ein hartes Rätsel jetzt. Und ich hänge wie damals auch. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun muss. Aber das ist vielleicht für euch auch ganz lustig. Vor allem, weil ihr euch dann selbst miträtseln könnt. Ja, das kann ich noch ein bisschen schütteln, das bringt mir aber nichts. Wenn ich das drehe, da kann ich auch nichts mehr machen, ne? Nee. Wenn ich den drehe und dann schüttle, passiert dann was? Nö. Das ist doch doof. Das ist extrem doof. Moment, ich habe eine Idee. Ich drehe mal eben die Zeit zurück. Nach der Schicksalsänderung natürlich. Ich will ja nicht nochmal das Wasser dem Justizminister bringen. Ich erzähle euch noch nicht was. Ich will es ausprobieren. So. Beziehungsweise ich erzähle es euch dann, während ich es mache. Es kommt wirklich auf die Reihenfolge der Dinge an, die wir es hier machen. Also nicht so sehr aufs Timing, sondern auf die Reihenfolge. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Aber das macht es auch zu einem guten Rätsel. Und zwar, was wir als erstes machen wollen, ist hochzuklettern und die linke Halterung von dem Schwert da oben lösen. Die Rahmenhalterung. So hieß es, glaube ich. Der Rahmenhalter oder so. Dann wollen wir nach rechts gehen. Ja, komm schon. Und erstmal die kleine Vase runterschubsen. Das ist ja wie bisher noch nichts Neues. Dumm, dumm, dumm. Dafür müssen wir das einmal drehen, soweit ich mich erinnere. Und den Globus daraus springen lassen. So. Dann lassen wir hier den Rahmenhalter runterfallen und drehen den. Jetzt hänge ich da unten, oder? Ach ne, ich hänge im Rahmenhalter. Ah, das ist gut. Dann lasse ich den Globus runterfallen. Sehr gut, er bleibt drauf liegen. Das wollte ich so. Jetzt ist nämlich meine Idee, wenn ich jetzt die schwere Vase da drauf fallen lasse, vielleicht wird der Globus irgendwie hier links auf das Schwert von einem anderen Ritter katapultiert. Erstmal den Trick, dann das Ghost. So, ich könnte mich natürlich jetzt auch die Melone darunter fallen lassen, das will ich jetzt aber nicht demonstrieren. Die würde dann, wie gerade eben, der Globus auf dem Schwert stecken bleiben. Die ist aber leider nicht dick genug, dass die Medizinpackung erreicht werden kann. Das ist das Problem. So. Fall runter. Plopp. Jawohl, das wollte ich. Ist zwar irgendwie seltsame Physik. Meiner Meinung nach müsste der Globus nach rechts fliegen, aber okay. Hauptsache, wir können den Kerl retten. So, jetzt ist das Problem. Oh nein, kein Problem. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft, wow. Viel schneller, als ich es erwartet hatte. Sehr gut. Meine Medizin. Arg. Ich glaube, es ist kontraproduktiv, wenn du die ganze Medizin in dich reingibst. Da, der Minister hat endlich seine Medizin genommen. Meiner Meinung nach hat er sogar zu viel Medizin genommen. So ein gieriger Mann. Hä? Er soll 2 Kapseln mit Wasser nehmen. Warum weiß er das nicht? Ach, seien Sie doch etwas nachsichtiger mit ihm. Da, sehen Sie. Mal, kann wieder singen. Der müsste zusammen mit Cabanela auftreten. Er singt und Cabanela tanzt dazu. Puh, das war harte Arbeit. Nun, hoffentlich hat er seine Lektion gelernt. Hä? Er hat... Was? Er hat seine Abhängigkeit von der Medizin stark unterschätzt. Ich hoffe, das war ihm eine Lehre.
und muss sich selbst kennen. Das ist der Schlüssel zu allem. Sie sollten auf ihren eigenen Rat hören. Jedenfalls zurück in die Gegenwart. Jetzt wollen wir mal mit dem Justizminister reden. Vielleicht können wir ihn dazu bringen, dass Joes Hinrichtung abgestellt wird. Und so lebt der Justizminister wieder. Aber seine Sorgenfalten sind noch tiefer als sonst. Und das, Lynn. Und scheinbar ist unsere Kommissarin der gegenwärtige Grund für dieses diese Falten. Schauen Sie, Kommissarin. Er wurde in einem fairen Prozess verurteilt und er will sogar sterben. Aber es gab keine Beweise. Sie hatten nur sein Geständnis. Das war nicht irgendein Geständnis. Es war das Geständnis eines geschätzten Kommissars. Bleiben Sie zurück. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich niemanden in meiner Nähe will. Herr Minister, bitte hören Sie mir zu. Ich könnte heute Nacht neue Beweise in diesem Fall sammeln. Was? Bitte, bitte, geben Sie mir etwas Zeit. Ich habe gerade einen Anruf aus dem Gefängnis erhalten. Ihr Todeskandidat ist offenbar gerade entflohen. Nach all der Zeit will er nun wohl doch seiner Strafe entkommen. Aber... Sobald er wieder eingefangen ist, wird das Urteil vollstreckt. Heute Nacht. Nein. Aber als das Urteil gefällt wurde, waren Sie gegen die Todesstrafe. Warum haben Sie den Befehl so plötzlich unterschrieben? Nun, ich habe nur meine Pflicht als Justizminister erfüllt. Nicht mehr. Okay, sehr interessant. Ach, wir stecken noch da drüben fest. Okay. Lynn sieht aus, als wolle sie den Minister in Stücke reißen. Ich glaube, sie hat mich ganz vergessen. Ich sollte ihr ein kleines Signal senden. Jo, mach mal das doch. Ich komme nicht hin. Aber ich bin hier ein Geist. Ich kann hier Folgendes machen. Nein, kann ich nicht machen. Aber okay, sie wird trotzdem auf uns aufmerksam. Sissel, da bist du. Klingt, als wäre Minister sehr stur. Stimmt, das ist er. Vielleicht hätten wir ihn nicht retten sollen. Der Minister will die Hinrichtung heute Nacht vollstrecken. Und er hat einen guten Grund dafür. Einen guten Grund? Ich erzähle Lynn, was ich über die Entführung erfahren habe. Entführung? Man hat die Tochter des Ministers entführt? Scheinbar. Oje, Mini. Aber dennoch. Das ist noch kein Grund, so mit der Hinrichtung zu hetzen. Warum sagst du das dem Minister dann nicht ins Gesicht? Der arme Mann. Das tue ich nicht gerne. Oh, übrigens. Meinst du könntest mich tragen? Oh, sicher. Keinen Körper zu haben ist ganz schön unpraktisch, oder? Genau, nimm das ganze Schwert mit. Vorsichtig, Lynn, tu dir nicht weh. Ich will dich nicht wiederbeleben müssen. Also, aktuell nicht. Was tun Sie mit dem Globus? Wollen Sie mir den Kopf einschlagen? Oh, das... beachten Sie es gar nicht weiter. Es ist schwer, es nicht zu beachten. Da sagst du was. Übrigens, und verzeihen Sie, falls das eine dumme Frage ist, haben Sie gerade mit jemandem gesprochen? Hehe, aber sicherlich nicht, oder? Es gibt doch nicht so etwas wie Geister, nicht wahr? Reden Sie von mir? Nein, so etwas gibt es nicht. Das ist ein Traum. Nur ein böser Traum. Erinnern Sie sich nicht an mich? Mein Traum spricht mit mir. Ah, jetzt bin ich also ein Traum, was? Tja, mein guter Geist, da gibt es doch. Herr Minister? Wir wissen es. Wir wissen von Ihrer Tochter. Sie wurde entführt, oder? Und wenn die Hinrichtung nicht heute Nacht stattfindet, werden Sie sie nicht wiedersehen. Pass auf, gleich stirbt er wieder. Ihre Medizin, Medizin! Schön. Also eigentlich ist das nicht witzig, aber Situationskomik und so, ne? Komik. Oh, was tue ich nur? Der Todeskandidat ist geflohen. Wird er heute Nacht nicht hingerichtet? Meine Tochter, meine Amelie. Aber was, wenn die Hinrichtung nicht gerecht ist? Oh. Komm schon, Lynn. Wenn du ihn weiter so unter Druck setzt, stirbt er wieder.
Was kann ich denn tun? Ich weiß es auch nicht. Wir müssen etwas gegen die Entführung tun. Bis dahin werden wir den Minister nie auf unsere Seite kriegen. So sehe ich das. Ich sollte Informationen zur Entführung sammeln. Auf die einzige mir bekannte Art. Ja, entweder wir fragen ihn oder wir reisen durchs Telefon dahin, wo wir es nachverfolgt haben, ne? Ich frage erstmal hier nochmal den Justizminister. Bis bald, Herr Minister. Was? Ich habe Sie noch nie gesehen. Und ich bin sehr beschäftigt. Wenn Sie ein Traum sind, belästigen Sie sich nicht, wenn ich wach bin. Ich bin kein Traum. Mit dem Kerl zu reden ist reine Zeitverschwendung. Du hast recht, sturer Justizminister. Hören Sie auf, in meinem Kopf schlecht über mich zu reden. Na gut. Aber mit Lynn möchte ich auch mal reden. Vielleicht hat sie noch was zu sagen. Ansonsten gehen wir einfach darüber. Findest du nicht auch, dass an dieser Entführung etwas faul ist? Faul? Die Forderung ist, eine Hinrichtung durchzuführen, die bereits vorbereitet wurde. Wie der Minister sagte, es gibt keinen Grund für eine Entführung. Du hast recht. Reden Sie wieder mit jemandem? Nein, nein, so etwas gibt es nicht. Ich bin ein Realist. Ich werde nie an Sie glauben. Nicht an Geister, nicht an diesen Ausbruch, nicht an die Entführung. Dieser Realist rennt vor einigen ziemlich realen Tatsachen weg. Und das ganz schön schnell. Lass mich versuchen, mehr über diese Entführung herauszufinden. Schließlich weiß ich, wo die Entführer sind. Oh, stimmt ja. Du hast hier ihre Telefonnummer. Woher weiß Lynn das? Da war sie nicht dabei, als ich die Telefonnummer erfahren habe. Das war nämlich in der Vergangenheit. Diese Entführer werde ich mir mal ansehen. Okay, dann machen wir das einfach mal. Vermutlich wird damit auch das Kapitel vorbei sein. Wo ist es denn? Da wollen wir hin, ne? Ja. Go, 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 go. Also entweder ist das Kapitel vorbei oder es dauert jetzt nochmal ein halbes Stündchen, weil wir jetzt erst erfahren, ob sie sie entführt haben oder nicht. Aber diese Musik sagt mir, dass das Kapitel gleich vorbei sein wird. Ich sollte dem Kidnapper versteckt unbedingt einen Besuch abstatten. Wenn wir wollen, dass der Minister nachgibt, müssen wir uns erst einmal um dieses Problem kümmern. Ich fühle mich, als drifte die Lösung meines Geheimnisses davon. Aber ich bin nicht der Typ, der eine kleine Dame in Gefahr in den Stich lässt. Ich schätze, damit werde ich noch länger in dieser Sache stecken. Ja, wunderbar, damit haben wir das Kapitel geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seht jetzt auch so langsam, dass die Rätsel schwerer werden und die Spannung immer dichter, die Story immer atmosphärischer. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!